Und herzlich willkommen hier auf Jurassic World mit dem Sandrik. Hallo Sandrik. Hi. Ja, und mir natürlich der Hale. Wir machen direkt hier weiter, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Wir haben gerade uns mal im Off besprochen. Also das ist tatsächlich so, dass die Configs hier von Iguana anders da sind, als wir sie bei unseren anderen Projekten haben. Das müssen wir aber später, wenn wir das DNS spielen, auch tatsächlich erwähnen. Also wir haben komplett geänderte Config-Dateien. Wir müssten die dann zum Download zur Verfügung stellen. Denn wenn ihr Jurassic spielt, ist das natürlich nicht nachvollziehbar, was wir jetzt hier so treiben. Deswegen wichtig, wir müssen euch das noch geben. Ja, also bei dem Vane ist es natürlich so, Vane ist ja schon drauf. Und ihr habt ja gesehen, ich konnte verschiedene Sachen nicht abbauen, wie zum Beispiel hier die Steine und so. Jetzt explodiert oder was? Ich mache jetzt mal einen Test, Leute. Vielleicht sagt ihr auch, was macht ihr denn für einen Quatsch? Quakt es bei dir jetzt auch? Ja, hier quakt es auch sehr laut. Nein, das geht tatsächlich nicht. Also ich bin jetzt tatsächlich auch gerade wirklich überfragt, denn... Ah, der Skorpion, der war in der Lava. Das war das Quaken. Achso, ja, nein, lass mich nochmal fertig erzählen. Der Vane-Miner, der funktioniert ja hier nicht bei den Steinen. Ihr müsst tatsächlich die Vane Integration Mod rausmachen. Dann könnt ihr auch wieder Steine abbauen. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man Steine damit abbauen kann, weil das nämlich eigentlich der Grund für die Mod ist. Das ist ja eine Miner-Mod und keine genau. Forester-Mod. Ich habe einen Grab von mir gefunden. Hey, da waren Sachen drin. So, was machen wir denn jetzt? Ich wollte ja eigentlich einen Ausflug mit dir machen. Das ist mir doch ein ganz normales Tuch bei dem Pattern, den ich hier habe. Hallo? Was meintest du? Ich wollte eigentlich einen Ausflug mit dir machen. Ach so, ich bin hier tatsächlich noch ein bisschen am Rumrätseln und schauen, warum das nicht schickt. Also ich muss hier Achso, man könnte natürlich mal schauen, wenn ich jetzt... Ja, natürlich eine ganze Menge Bauteile drin, die wir überhaupt nicht können. Wir müssten vielleicht einen Mülleimer bauen. Gibt es hier einen Mülleimer? Ich weiß nicht. Ja, gibt es. Flashkern. So, dafür brauchen wir Bruchsteine und wir brauchen damit eine Kiste. Das können wir schon mal bauen. Ich würde sowieso vorschlagen, dass wir... Ah, habe ich denn die Bäume neu gepflanzt? Ja, hab ich. Gut, dann kümmert du dich nochmal darum. Ich werde nochmal die Baumfarm etwas erweitern. Und sag mir Bescheid, wenn du soweit bist, weil eigentlich wollte ich einen Ausflug mit dir machen. Genau. Wie gesagt, eigentlich wollte ich einen Ausflug mit dir machen. Ich muss die Musik nochmal leiser drehen, die ist doch zu laut, finde ich. Ja, die macht zwischendurch ziemliche Lautstärke. Ich habe die ja schon extrem runtergedreht. Die bei mir auf 12% laufen, die ist immer noch laut. Ja, ich hatte die auf 10 Grad gehabt und es war zu laut. In der letzten Folge habe ich mir Erde eingesteckt und jetzt ist die Erde weg. Mist. Ich baue jetzt hier einfach mal eine große Höhle, auch wenn das nicht so sinnvoll ist. Ich muss jetzt aber einfach rausfinden, ob das geht, was ich mir denke oder nicht. Hatte Erde besorgt. Da müssen wir vielleicht nochmal neue Erde besorgen. Da war sie. So. Und so, was haben wir hier? Aha! Plötzlich blitzt ein Licht an der Spitze auf. Feuerstein, Spitzhacke plus ein Abbau. Jawohl, Copper, Mining Level, Copper. So einfach geht das. Boll! Warum das jetzt mit der anderen nicht funktioniert, ich kann es nicht sagen. Also schön und gut dieses Upgraden der Waffe, ist egal. Das taugt halt dann in dem Sinne doch nichts. Das heißt, ja, also meine Empfehlung ist, gradet nicht die Waffe ab, die ihr habt. Baut euch ganz simpel eine, baut euch eine neue, baut euch eine neue, baut euch eine neue. Das geht jetzt Schlag auf Schlag gleich, denn ich baue jetzt einfach Kupfer ab und dann baue ich mir eine Kupferspitzhacke. Denn wenn die ja noch ganz nackig sind, wie jetzt, man hat ja gesehen, das sind XP 160, brauchte ich glaube ich, jetzt sind schon 300. Das heißt, mit jungfräulichen Spitzhacken braucht ihr viel weniger. Da macht ihr 2-3 Mal Vane Miner und schon ist sie abgegradet. So, hier ist Kupfer. Ich gehe das auch direkt schmelzen und mache schon die nächste Waffe. Das ist halt effektiver.
So, das muss mich aber noch. Hast du mir eine mit oder soll ich nochmal extra abbauen gehen? Ich mach dir eine mit. Beziehungsweise das ist jetzt die Frage, ob sich das lohnt, ne? Wieso? Ja, weil sobald ich die Kupfer gemacht habe, ruckzuck haben wir die nächste schon wieder, glaube ich, aus Zinn. Eisen müsste es gehen, oder? Ja, Eisen, ja, ich glaube Eisen. Deswegen, ich glaube, das lohnt sich gar nicht, jetzt irgendwie Massenproduktion von diesen Spitzhacken zu gehen. Ach, jetzt habe ich den. Oh Mann, jetzt habe ich den Flint rausgeworfen. Oh, und ich habe die falsche genommen, so eine Kacke. Nee, ich habe die richtige genommen. Wo ist denn jetzt das Kupfer hin? Ich habe doch gerade Kupfer abgebaut. So, Flint. Das Kupfer ist weg. Leute, ach nee, da oben liegt's. So, weil ich habe jetzt 6 Kupfer, das reicht, um eine zu bauen und ein bisschen zu reparieren. Und ich sehe auch schon ganz viel Osmium. Ich versuche so schnell wie möglich Osmium abzubauen. Hast du noch Flint einsteckt? Ja, tonnenweise. Brauche ich ja, nicht mehr, kann ich dir geben. Brauche ich nämlich gleich mal, weil ich habe meinen Vorrat an Flint, ich habe ihn wiedergefunden. Ich bin in der Zwischenebene, ich muss ja das Kupfer brennen. Nee, ich habe es gerade wiedergefunden, das ist schon okay. Wie brennst du eigentlich? Du machst hier ganz viel Stein zu Cleanstone, das ist ja eigentlich voll sinnlos. Nein, ich wollte doch den Boden ausbauen. Ach so. Ach, du magst ja, du hast ja mit deiner Texture Pack sieht hier dein Cobblestone nicht so schön aus. Nee, mein Cobblestone sieht ganz beschissen aus. Meins ist aber schön. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich bei Sfex einfach mal, ich benutze ja das Ressourcen. Was sind das schon wieder 2 verschiedene Copperohren? Ob ich da einfach mal die Textur austausche, vielleicht gegen die von Hale, weil der hat hier nämlich, was hast du? Chroma Hills, 128 Chroma Hills, Bit. Genau. Dass ich vielleicht gegen Chroma Hills die Textur austausche. Aber das passt natürlich hier nicht so richtig zu meinem Comic-Modus hier, passt das nicht? Nee, ich habe ja, Chroma Hills ist ja so ein bisschen, ja, ein Zwischending aus fotorealistisch und Comic. Das heißt ja irgendwie, wie heißt es auf der Homepage? With a Cartoon Twist irgendwie. Realistic with a Cartoon Twist oder so. Und ich benutze ja, die schon Chroma ewig. Hills, ich habe Chroma Hills ja auch. Ja, glaube ich hier. Nee, hier ist es nicht drauf, aber normalerweise habe ich das immer installiert. Könnte jederzeit wechseln. Es gab ja auch tatsächlich einen Kommentar. Jemand wollte ja wissen, wie man die Ressourcenpacks einspielt. Oh, tatsächlich? Ja. Ich weiß nicht, sollen wir das hier in der Folge machen? In der Folge stört das vielleicht ein bisschen, oder? Ich würde sagen, dann machen wir mal kurz eine Sonderfolge oder so. Ja, würde ich auch sagen. So, jetzt müssen wir an den Ofen gehen. Ich muss nämlich jetzt die... Ach, jetzt bin ich blöd, hätte ich ja gar nicht... Ach ja, ich weiß, Leute. Ich bin manchmal ein bisschen voreilig und denke nicht nach. Ich hätte das Erz ja gar nicht einschmelzen müssen. Das geht ja... Also ich muss es ja sowieso einschmelzen, aber auf eine andere Art und Weise. So, jetzt brauche ich aber erstmal... Ich muss mir jetzt aus Stein... Ach Mist, das reicht ja noch gar nicht. Ich muss ja noch die Schablonen machen. Okay, ich war wieder zu voreilig. Nichtsdestotrotz können wir jetzt aus Stein erstmal die Schablonen erstellen. Toolrod, Pickaxe und wir brauchen noch die Binding. So, die Baumfarm wäre ja schon mal ein ganzes Stück vergrößert. Wir pflanzen hier Baum an Baum. Das hat beim Abbauen große Vorteile. Fallen nämlich alle Bäume auf einmal um. Wir brauchen noch Aluminium. Und es wird Nacht, wir müssen ganz dringend uns zurückziehen in unsere sichere Hütte, wo die ganzen Fackeln draußen fehlen. Ah, wir hatten ja das Fackelproblem, genau. Das löse ich vielleicht gleich. Ah, ich kann Kohle abbauen. Kupfer ist Kohle, ja. Kohle ist Kupferabbaulevel. Ja, ich könnte zusätzlich noch ein bisschen Holz in den Ofen schieben. Dann können wir da auch noch ein bisschen Kohle draus machen. Zack, und schon habe ich hier 36 Fackeln. Ist das nicht ehrlich? Das ist gut. Ich will gerade mal gucken, ob ich hier noch irgendwo Kohle versteckt habe. Nee, sieht schlecht aus. Dann mache ich das einfach hier oben rein. Genau. Hast du zufällig irgendwo mal Aluminium gesehen? Ich muss mal ins Wort Aluminium habe ich nicht gesehen. Wir hauen mal hier einfach jetzt ein bisschen Holz rein. Hier oben machen wir einfach auch Holz rein. So, ein bisschen verschwendet, ich weiß. Da unten ist übrigens dieser blaue Drache. Aluminium sieht so ein bisschen aus wie das Zinn, das ist so weiß. So, wollen wir uns nochmal hinlegen? Nämlich Nacht. Ja, wenn es denn sein muss. Ich wollte eigentlich jetzt nicht gerade hochkommen, ich wollte eigentlich jetzt erst mit Aluminium hochkommen. Denn ohne Aluminium kriegen wir keine Schablonen hin, mit denen ich Waffenteile herstellen kann. Oder hast du welche gesehen? Diese goldenen Schablonen sind das. Also die sind so gelb-gold. Nein,
Schade. Jetzt haben wir natürlich Cobblestone schlagartig zu viel. Ich werde auch meine Waffe nochmal so ein bisschen hier. Naja, es macht eigentlich nicht viel Sinn, jetzt die nochmal aufzuwerten, ha? Nicht wirklich. Silber, Zinn, Zinn, Osmium. Also hier gibt es echt tolle Sachen, aber nicht das, was ich suche. Plastikohr, Aluminium, Ohrberry, Busch. Vielleicht kann ich damit was machen. Ich mag die ja nicht. Ich tue die ja tatsächlich immer wegschmeißen in meinem anderen Spielen. Aber vielleicht. Ja, du wirfst die weg, weil die dir wehtun. Aber ich versuche die immer anzupflanzen. Kann man die ernten? Mhm. Ich glaube, die kann ich auf jeden Fall in den Ofen reinschmeißen. Und das ist ja das, was ich will. Also ich komme jetzt mal hoch, dann kann ich mich auch... Also wenn du sie ernten tust, hast du große Vorteile. Wie erntet man die? Wachsen so... Wächst halt Aluminium dran. Dann, wenn du das erntest, bekommst du so Aluminium... Nuggets. Und damit kannst du dann halt Aluminium herstellen. Kann man auch automatisch abernten lassen. Na gut, dann müssen sie jetzt, das habe ich sie auch nochmal angepflanzt, dann sollen sie nochmal wachsen, dann suche ich jetzt manual. Aber es ist halt wie bei den Sträuchern, man muss halt ganz viele davon pflanzen. Bei den Himbeersträuchern. Naja, ich weiß, was du meinst. Es ist gerade ein bisschen dunkel, ich gehe gleich wieder ins Licht. Wir werden auch gleich mal ein paar Fackeln bauen. Und in der nächsten Folge, da würde ich gerne, weil ich den Harle, glaube ich, jetzt nicht loseisen kann, in der nächsten Folge würde ich auf jeden Fall gerne den Ausflug machen. Ja, da bin ich mit dabei, egal, kriegen wir hin. Nächste Folge klingt gut, halten wir das mal fest. Ich baue hier zu, damit hier keine Monster drin spawnen. Ich mag hier auch unheimlich die Dynamic Lights Mod. Ey, ich finde hier kein Aluminium, das gibt's doch nicht. So, jetzt, wie ernte ich diesen blöden Busch? Mit rechts? Ja, tatsächlich. Ja. Ah, okay, vielleicht mag ich die Büsche doch. Der wächst auch ziemlich schnell nach, kann das sein? Ach Mann. Aluminium-Ohr. Da haben wir was. Sehr schön. Jetzt habe ich Aluminium gefunden. Jetzt geht das auch weiter voran hier endlich. Gut, dann komme ich mal zurück. Und dann können wir gleich Eisen abbauen. Wenn wir Eisen abbauen können, dann können wir gleich Osmium abbauen. Und dann haben wir richtig gute Waffen. Die wir, Waffen sage ich, Werkzeug, die wir auch tatsächlich längere Zeit benutzen können. Denn klingt doch gut. Osmium ist wirklich gut. Das ist nämlich Abbau-Level A-Dite. Ich glaube, Zinn müssen wir noch zwischendurch machen. Es gibt hier übrigens auch Peitschen, aber ich konnte noch nicht rausfinden, wie man die verwendet. Ich vermute mal so Rechtsklick halt, ne? Ja, die machen Geräusche, aber irgendwie, wenn ich ein Monster mit angreife, hat das nicht so viel Erfolg. So, Fackeln. Leute, wir haben 2,5 Stacks Fackeln und jetzt können wir endlich unten mal ein bisschen Tageslicht reinlegen. Ich hab hier, soll ich denn hier Kohle reinlegen? Ich leg dir mal hier Kohle rein. Gravel, Aluminium, oh, das brauche ich oben. Hier, genau. Hier unten in der einen Kiste liegt das ganze, liegt schon fast ein Stack Kohle. Sehr gut. So. Ja, kannst du jetzt schon was Neues bauen oder wie sieht das aus? Ich kann mal schlafen gehen. Ich gehe jetzt was Neues bauen, ja. Ich muss es nur noch an den Ofen und das sollten wir tagsüber machen. Oder wir bauen es einfach mal irgendwie so ein Gangway. Wir könnten uns eine Hütte bauen. Oh, hast du eine Waffe dabei? Ja. Ach, das ist wieder so ein Krötenskorpion. Achtung, da ist das Ding aus dem Wasser wieder, was uns beschießt. Oh, Entschuldigung. Oh, ich bin gleich klinisch tot. Ich muss irgendwie was an Nahrung zu mir nehmen. Ich hätte dir ja Kartoffeln gegeben. Achtung, da vorne ist das blaue Monster. So, hier ist der schöne Tinkersofen. Vielleicht bauen wir einfach eine Hütte drumherum, ja? Ist der auch funktionsfähig? Ach du meine Güte, guck mal nach da hinten. Der funktioniert nicht, der Ofen, dem fehlen Bauteile. Hallo, guck mal nach da.
Ich würde sagen, das war ein hässlicher Skorpion. Der Ofen ist nicht funktionsfähig. Ja, wir müssen noch was dazu bauen, das ist mir klar. Aber hier ist halt schon der größte Teil gebaut. Achtung, da kommt noch ein Skorpion. Ja, ich sehe ihn. Ich bin im Ofen gestorben, ist das nicht toll? So, aber mein Bettspawn hat funktioniert. Kann den nicht schlagen. Ich kann den Skorpion nicht schlagen. Der ist noch da drin. So, ich habe ihn fertig gemacht. Jetzt komme ich auch nicht mehr raus. Setzt da mal einen Stein, genau. Wir brauchen und wir müssen Das ist Lava. übrigens, wir müssen übrigens aufpassen, wenn wir die kleinen Skorpione erschlagen, dann kommt der große Skorpion angerannt. Okay. Der ist zum Glück jetzt gerade weg. Hast du, ja, pass auf, also das bringt jetzt alles nichts. Wir müssen jetzt erstmal diesen Ofen weiterbauen. Wir brauchen unbedingt Clay oder irgendwas anderes, aus dem wir uns einen Eimer Okay. bauen können. Blaues Monster. Weg, oder? Weiß ich nicht. Ich bin das einfach mal schnell dran vorbeigelaufen. Was für Materialien haben wir denn, um Lava einzufangen? Es gibt schon Eisen. Wir können also. Ah, wir haben Eisen. Wir können Töpfe machen. Nicht Töpfe, Eimer. Wir können Eimer machen. Dann kannst du Lava holen. Was brauchen wir denn noch alles? Wir wollen ja diese Z-Bricks machen. Z-Red Bricks? Nein, wir brauchen. Da, doch. Z-Red Brick? Wir brauchen den Controller. Gucken wir mal unter Controller. Nee, eigentlich müsste das hier sein. Z-Red. Da, der Tank zum Beispiel. Dafür brauchen wir normales Glas und eben diese Z-Red Bricks. Und die Z-Red Bricks ist Crude und Crude wird gebaut aus Clay, Sand und Gravel. Haben wir Sand? Ja, die ganze vor der Haustür ist alles voll mit Sand. Das ist gut. Wundere mich übrigens immer, was mir hier wehtut, und ich sehe nämlich hier die Kakteen immer gar nicht als feindlich an, Hast du aber die irgendwo machen Wasser natürlich gesehen? Ärger. Da ist Wasser. Haben hier genau Wasser vor der Tür. Ich habe auch schon den Clay gesammelt. Ich habe 2,5 Stacks. Oh, das ist schön. Dann lasse ich dann mache ich das mal nicht. Mach du mal irgendwas anderes. Ich Sand zum sammle hier. Beispiel. Ja, du kannst auch Sand sammeln. Oh, hier ist ja ganz viel Öl. Habe ich mir gedacht, das ist für Buildcraft eigentlich ganz cool. Da können wir bei Buildcraft nachher Ach, Buildcraft gibt es hier auch, ja. Buildcraft gibt es hier auch. Ich wollte eigentlich auch aus dem Keller schon mal so ein Transportsystem machen, wie auf unserem Server, dass man da schon mal das Material aus dem Keller nach oben transportieren lässt. Deswegen habe ich da diese Zwischenebene eingebaut, wo die Öfen jetzt momentan noch rumstehen. Du musst hier immer gucken, es gibt ganz viele Monster hier, gell? Ja. Sehr gefährlich hier. Wir sollten uns noch hier eine Hintertür einbauen. War ja schon froh, dass man nach jeder Seite jetzt gut sehen kann. Können ja auch noch langsam ein bisschen erweitern, das Ganze noch ein bisschen So, wo ist größer denn das bauen. Clay? Ja, ich komme. Kann ich hier nicht doch. Ah, ich habe Hunger, deswegen geht das. Auf dem Weg. Dann gebe ich dir das Clay, aber ich gehe dann gleich wieder los und sammle Können wir noch ein machen. bisschen mehr. So, dann hier Clay und da Clay und da Clay und das da. Ich habe noch Sand. Wunderbar, vielen Dank. Brauchst du noch Kies? Nein, habe ich. So. So. Hier pflanzen wir jetzt einfach noch die Bäumchen, die ich gerade noch aus der Kiste mitgebracht habe. Ach ja, so. So, hier drüben ist nämlich nochmal Wasser. Dann gehe ich jetzt dahin und wir werden mal schauen, dass wir da jetzt noch ein bisschen mehr Clay besorgen. Dann müssen wir da vielleicht nicht mehr so. Ruckelt es denn jetzt gerade so hier? Machen wir es einfach so. Hier sieht es allerdings Clay-technisch schlecht aus. In der nächsten Folge, da werden wir den Harlem mal mitnehmen. Da werden wir dem mal die 2 Dörfer zeigen, die wir schon gefunden haben. Oder wir gehen erstmal zum ersten Dorf. Das ist ja auch schon ein ganzes Stück weit weg.
Und gibt's keinen Clay? Oder ist das alles Clay? Nee, gehärteter Sand. Clay gibt's, glaube ich, immer nur im Wasser. Ich bin doch im Wasser. Ach so. So, die ersten Z-Red Bricks werden gemacht. Ich baue auch hier gerade noch ein bisschen Glas aus Sand, aber nicht so viel. Dann können wir den Tank schon mal anstoßen. Ne, können wir noch nicht. Wir fehlen natürlich die Bricks. Da haben wir noch zu wenige. Ja, aber du kannst ja vielleicht mal erzählen. Bei dir konnte man das ja jetzt sehen, aber bei mir jetzt nicht. Was hat denn jetzt dem Tinkersofen noch gefehlt, damit er aktionstüchtig wurde? Das sehe ich, weil ich es halt einfach weiß. Wir brauchen einmal den Z-Red Tank. Da kommt die Lava rein, das ist quasi, um den Treibstoff zu machen. Und dann brauchen wir noch den Controller. Den sehe ich gerade nicht. Dann gucken wir mal unter Controller. So, das ist nicht der Controller hier. Das ist der Smeltery Controller. Und wir brauchen noch den Smeltery Train. Das ist quasi der Auslass. Und wir brauchen das Faucet. Das ist das Ventil. Wenn wir die Teile haben, dann können wir die einbauen und dann kann es losgehen. Natürlich noch Lava reinfüllen, natürlich. Ohne Lava funktioniert das alles nicht. So, was der Hade jetzt alles erzählt hat, diese Bauteile, die gucken wir uns gleich an, so wie ich jetzt zurück bin. So, den Controller habe ich schon mal gebaut. Ich glaube, ich brauche tatsächlich noch mehr Crude. Kein Problem. Gucken wir uns jetzt gleich an. Hast du es schon eingebaut? Nee, du bist noch am Bauen. Nein, ich muss noch die Teile bauen. Bevor du das einbaust, dann sag Bescheid, dann laufe ich zurück und dann können wir das uns zusammen angucken. Ja. So, brauchst du noch Sand? Nein. So, jetzt habe ich ja auch hier Mighty Smelting das Buch bekommen, da gucken wir nachher mal rein. Jetzt wollen wir erstmal zusehen, dass wir hier möglichst schnell die Bauteile zusammenbekommen. Du hast gesagt, wir haben Eisen, dann bau doch schon mal einen Eimer und hol doch schon mal Lava. Ich bin doch gerade noch am Clay sammeln. Ach so. Oder brauchst du nicht mehr so viel? Nee, dann mache ich das. Wo ist das Eisen? Unten? Das Eisen müsste unten im Zwischendeck sein. Gibt's bei den Maschinen. Ein Crafting Table? Nein, du könntest einen mitnehmen. Ja, das ist schon wieder zu spät. So. Aber dann komme ich jetzt einfach zurück. Weil ich habe ja jetzt hier auch schon eine ganze Menge. Kakteen müssen wir mitnehmen. Ganz viele. Wie hast du eigentlich Eisen abgebaut? Ich habe doch eine Taumium-Spitzhacke. Ach, die hast du irgendwo gefunden. Ich habe die Bauteile gefunden und habe sie dann gebaut. Ah ja, okay. Das geht natürlich auch. In den Dörfern gibt es viele Tinkers Bauteile zu finden. Später ist das uninteressant in den Dörfern, aber am Anfang ist das echt gut. Da könnt ihr euch dann schöne Sachen zusammenstellen. Es gibt natürlich auch viel Schrott, wie so Kaktusbauteile und so und Papierbauteile, Papiermesser. Kann man alles in die Tonne kloppen. Bei Kaktus bin ich mir noch nicht so sicher, das habe ich noch nicht ausprobiert. Das fand ich einfach nur lustig, dass es das gibt, aber ich glaube, das ist auch für die Tonne. Naja, hast du dich schon mal im Papier geschnitten? Papier kann schon sehr scharf sein. Sagen wir mal ja. Aber nein. Aber ja. So, wieder hier so ein schöner Froschskorpion. Finde ich ja echt lustig, die Dinger. Irgendwo habe ich einen Lavasee gesehen. Hier sind einfach nur so Einschlüsse. Nehmen wir mal mit. Aber weißt du, wo der Lavasee ist? Gibt es einen Lavasee? Nee, aber es gab unten eine ganze Menge Lava. Ja, aber da muss man so hochkraxeln, das ist doof. Da fehlt mir natürlich wieder das Material, wie immer. Ach ja, dann müssen wir mal kurz hier Wein machen. So, ihr werdet euch vielleicht jetzt wundern, warum ich so viele Kakteen sammle. Es ist tatsächlich so, dass wir gleich, wenn wir mit Buildcraft anfangen wollen, dann brauchen wir eine ganze Menge von den Kakteen, weil da wird nämlich Dichtmaterial draus gebaut. Genau. Und guck mal, was ich hier gefunden habe. Ich habe einen Lurch gefunden. Ein Lurch. Ach ja. Eine Eidechse. So. Gut, jetzt habe ich hier mal schnell das Lava geholt. Es war nur ein Eimer. Das ist halt das Problem. Wir brauchen halt noch mehr auf Dauer. Sollte erstmal reichen. Wo denn? Ganz unten in der Mine. Lava holen. Ich komme jetzt wieder hoch. Hier ist ein Maulwurf mit seinem Maulwurfshügel und der läuft mit seinem Maulwurfshügel durch die Gegend. Das ist ja auch nicht schlecht. So wie quasi eine Schnecke, die auch ihr Haus immer dabei hat. Ja. Wird so. Nacht. Also, dann wollen wir mal gucken, ob jetzt genug Bauteile zusammengekommen sind mit dem Crude. Hier fehlt jetzt Brennstoff.
kriegen wir auch hin. So, hier ist ein guter Platz, um Kakteen anzupflanzen, weil hier ist nämlich viel Platz. So, ich habe das Forced, ich habe den Controller, dann bauen wir jetzt den Tank. Ups. Ah, ich glaube, das könnte ein bisschen eng werden. So, was machen wir jetzt schnell, bevor die Monster kommen? Ja, das Glas ist sehr schlecht in Kisten zu erkennen. Da muss man immer auf die Zahl achten. Dann weiß man, ah, da ist eine Zahl mit nichts, das ist Glas. Jetzt, was habe ich gesagt? Den Train brauche ich noch. 6 Stück. Und ich habe nur noch 4. Kacke, das war ja wieder klar. So, dann machen wir nochmal schnell hier den da. Die eine Hälfte hier rein, die andere Hälfte dort rein. Ich baue allerdings jetzt einen Weg zum Tinkersofen komplett mit. Sag mal. Komplett mit? Jetzt raff ich das erst. Na, ich warte mal, bis du es auch bemerkst. Und dann sage ich dir, was es ist. Ja, baue jetzt den Kakteen, Weg zum meinst Tinker. Du? Ein Kakteen. Baue jetzt den Weg zum Ofen. Willst du mal kurz herkommen, legen wir uns schlafen und dann bauen wir noch den Ofen? Oder ist es safe? Kann ich zu dir kommen nachts? Nee, es ist nicht safe. Warte, ich will nur noch die Kakteen hier pflanzen. So, jetzt komme ich wieder rein. Weil dann können wir das nämlich die nächste Folge einfach machen. Wir können. Oder nee, das machen wir die Folge noch, oder? Den Erfolg machen wir die Folge noch. Was denn? Den Ofen bauen. Oh, lass uns das in der nächsten Folge machen, okay. Und dann machen wir danach den Ausflug. So, wir legen uns hin und sagen schon mal auf Wiedersehen. Ich hoffe, dass euch das jetzt gefallen hat, wo wir ein bisschen schneller vorankommen. Wir stehen schon wieder vor der Tür. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Ciao.